herzlich willkommen zu einer weiteren Folge My Summer Car. Ja, ja, wir sind in My Summer Car Folge 2. Und ich wollte es eigentlich nicht tun, hab's aber dann doch getan auszusehen, denn das gute Stück ist fast fertig. Also es ist eigentlich alles drin, was drin sein kann und alles dran, was dran sein kann. Es müsste eigentlich alles funktionieren. Außer die anderen Kleinigkeiten, die wir noch brauchen. Aber ansonsten ist tatsächlich alles getan. Das Auto ist fertig. Allerdings Räder und so. Haben wir ein paar Aufträge gekriegt, während ich das zusammengebaut habe. Einmal sollen wir Fisch zur Oma bringen. Ja, Feuerholz und irgendwelche Heuballen. Feuerholz ist erstmal so das Grundsätzliche, denn damit verdienen wir Geld, denn wir brauchen Geld für Räder. Ich wollte gerne Räder kaufen. Gut, dann müssen wir Felgen, glaube ich, so kaufen. Ich glaube, wir müssen die Felgen tatsächlich so kaufen. Weil die Standardreifen nicht mehr hier liegen, wie ganz, ganz damals. Vor ein paar Jahren. Vor ein paar Updates. Sondern jetzt in irgendeinem alten Haus liegen, wo ich erstens nicht reingehen will und zweitens das auch nicht mal so eine geile Aktion ist, weil einfach ja, dort irgendwie Hornissen oder Wespen oder so drin sind und wenn du dort einmal in die Nähe gehst, irgendwie dann stechen die dich und dann bist du gut. Das ist nicht so lecker. Deswegen mache ich das auch nicht. Und ich glaube, man muss da bei Nacht reingehen und nachts ist da ein Geist und nicht, dass ich Angst hätte. Nein, pff. Aber auch einfach keine Lust, dort reinzugehen. Außerdem, das nächste ist einfach, diese alten Reifen sind nicht TÜV-zulässig. So, und deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn wir gleich neue kaufen. Und deswegen, wir haben 2600 Mark und 3000. So viel habe ich nämlich noch gar nicht ausgegeben. Eine Stromrechnung ein paar Mal und ja, Essen haben wir eigentlich auch noch nicht so groß gekauft. Außer ich einmal, weil ich fast am Hungern war. Ja, ich kaufe einfach mal die Standardfelgen so. Fertig. Und dann fahren wir. Feuerholz habe ich nämlich auch schon vorbereitet. Aber schon längere Zeit. Während ich auf was warten musste. Deswegen trinken wir noch was. Und fahren dann zu dem komischen Typen. Wo ist das eigentlich? Wenn man da ist. Da ist Loppe. Also wenn wir einfach dort lang fahren. Ach, Lobo, okay, das sollte nicht allzu lang sein. Noch vielleicht was essen oder vielleicht erstes trinken? Dann was essen? Ist auch gut, dass wir gleich nach Lobo fahren. Weil von dort aus können wir. Ich nehme einfach mal wegen Durst Bierkasten mit. Ich trinke keinen Alkohol, aber muss ich hier in dem Fall machen. Ja, ist halt gleich gut, weil dann können wir weiter nach Periavi. Den Brief wegschaffen. Und beziehungsweise gleich weiter zur Werkstatt, die ja dort ebenfalls ist. Und ja, und die Reifen gleich bestellen. Womit wir dann drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hätten. Und ja, ich werde den Weg ein bisschen cutten. Ich
Ich werde das Moped mitnehmen, weil nämlich der Träger ganz schön langsam ist. Und werde den Träger dann wahrscheinlich in Loppe stehen lassen. Wo war ich denn jetzt? Jetzt mal hier das Holz. Holz legen. So. Dann mit dem Moped rüber nach Periavi fahren. Ja. Ja, wie gesagt, ich cutte das ein bisschen. Sodass ihr nicht ertragen müsst, wie ich die ganze Zeit nur fahre. Weil es ein sehr langer Weg ist. Das will ich ehrlich gesagt auch nicht diesen sehen, aber ich muss es sehen. Deswegen. Joa. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Angekommen bei dem Herrn, wo ich mich einmal verfahren hatte. Ja, warte. So, jetzt muss ich bloß herausfinden, wie macht man. Rangeselect von oder an. Ah. So. Ah, das ist doch eine gute Menge. Trouble an der Hef. Du hast, ja. Du kannst Bier und Wissen mit dem Geld kaufen. Das sind 3200 Mark. Show. Danke. Davon kann ich nicht nur ein bisschen Würstchen kaufen. Davon kann ich auch gleich Räder kaufen. 3200 Mark, das hat sich echt gelohnt. Also wirklich. Da kann man nicht meckern, da kann man echt nicht meckern. Das muss man schon mal sagen. So, ich muss gedrückt haben. Da kann man echt nicht meckern. Bei 3200 Mark. Also. Mecker ich nicht. So. Jetzt fahren wir zu. Nach Periavi. Ich hoffe, wir bleiben jetzt nicht stecken. Aber es sollte passen. Müssen natürlich immer aufpassen. Mit dem einen komischen Dude mit dem komischen grünen Auto. Solange er hinter uns ist. Ja, jetzt fahren wir nach Periavi. Geben den Brief ab. Und dann, ja, dann würde ich sagen, wäre es das für die Folge auch gewesen. Und hier ist unser komischer Freund. Der noch unser freundlich ist, aber ja. Mit seinem roten Auto. Diese Bahnübergänge sind immer. Aber ich glaube. Er hupt. Der Zug hupt, glaube ich, immer, wenn. Was auch korrekt ist. Damit wir Bescheid wissen. Und willkommen in Loppe. Ja, hier ist der komische Mechaniker. Den wir jetzt noch nicht besuchen werden können.
weil er erstens dazu hat und zweitens ganz einfach wir die Räder noch gar nicht haben. Aber sobald wir die Räder haben, werden wir wieder zurückkommen. Da ist endlich normale Straße. Stimmt, da könnten wir doch eigentlich von dem einen Typen das mit den Heuballen gleich machen. Ich meine, wenn wir schon mit dem Trecker hierher fahren, ja, da können wir doch doppelt gleich drin machen. Das ist doch gar nicht so ein bad schlechte Idee. Ja, finde ich. Dann machen wir das. Also ich habe mich sonst immer gedrückt vor den Heuballen. Weil ich echt nicht weiß, wie das ist und so. Mal ein bisschen leiser machen. Ich weiß echt nicht, wie das mit den Heuballen ist. Und ja, da man immer einen Trecker braucht, hatte ich immer keine Lust. Aber wenn wir ja sowieso schon mit dem Trecker hierher fahren, dann können wir das doch gleich machen. Ich hoffe, wir der Treibstoff genug aus. Ja gut, wir haben noch das Moped, zum Glück. Siehst du? Wieder ein Scheiter. Das Blöde natürlich am Trecker ist, dass er halt extrem langsam ist. Ich hoffe, die Musik ist nicht copyrighted, aber... Also copyrighted ist sie schon, aber... Ich hoffe, das macht nichts, wenn ich jetzt in die anhab im Game. Aber der Tank steht noch auf so grün. Also das ist doch schon mal was. Fahren gewiegene... Keine Ahnung, schwer zu schätzen. 21, 22 Kammer. Schneller kann das Ding auch anscheinend nicht. Jedenfalls nicht mit anhängen. Aber wir sehen schon das Gebäude und das heißt, glaube ich, dass wir nicht mehr weit entfernt sind. Beziehungsweise ihr seht, dass das sowieso alles gekartet. Ich bin ja der, der hier unten hier fahren muss. Aber ich finde, mich nervt sowas, wenn so eine lange Fahrt ist. Ist erstens für mich anstrengend zu karten, weil, ja. Zweitens macht das Video nur unnötig länger. Und man bekommt keine Lust. Also ich finde ja, wenn Videos unglaublich lang sind, dann habe ich teilweise keine Lust mehr, das einfach so anzugucken. Deswegen will ich die eigentlich noch relativ so unter oder in dem Rahmen von 30 Minuten lassen. Aber ja, sowas cutte ich dann doch schon raus. Weil ich sowas einfach nervig finde und sowas. Also warum auch muss man so, ich meine, wenn ich jetzt so rede, dann okay, aber so, wenn ich jetzt nicht rede, dann ist das jetzt auch nicht so, dass man das jetzt unbedingt drin lassen muss, deswegen, ja. Und wir sind gleich da, Periabi. Endlich nach, okay, ich meine, ich bin gerade bloß 10 Minuten oder so gefahren, aber es fühlt sich für mich an wie eine halbe Stunde. Das ist auch diese Baustelle immer, ne? Aber komischerweise passiert hier nie was. Naja, wir sind da. Tanken das Ding. Ich weiß gar nicht, was hatten wir? Diesel? Oder Benzin? Ich glaube, der hat sogar Diesel. Ist das was Falsches?
syöminen voi kääntyä itseään vastaan. Endlich da. Huonosti ajoitettu varo syöminen juuri ennen tarkoituksenmukaista lounastuntia saattaa aiheuttaa sen, että ruokailulle pyhitettynä aikana ei vain voi syödä. Also das war jetzt ein Prozedere. Wenn ich dran denke, dass ich den ganzen Weg noch zurückfahren muss. Aber die Tankstelle ist ja jetzt auch nicht offen, ne? Irgendjemand ist im Radio. Okay, ich habe nachgeguckt. Diese Braucher. Alter, was kommt denn da im Radio, ey? Jetzt muss ich bloß wissen, wo der Tankdeckel ist. Hm? Nicht blöd. In den Tankdeckel nicht. Aber schön, wie einfach dieses Rohr oben so. Hä? Wo ist denn Tankdeckel? Wo muss ich denn tanken? Ach, hier. Boah. Ey, das Radio geht mir echt auf den Keks. Alter. Aber es gab doch mal einen Trick. Indem man einfach entweder wir einfach so machen. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht ran. Nein, kommen wir nicht. Das ist schlecht. Oder wir halt einfach... Ja. Einfach den hier machen. Müssen wir zwar dafür zahlen. Aber... Okay. So haben wir immerhin Sport. Aber macht das nicht in Real Life nach. Das macht man nicht. Vor allem, weil ihr dafür zahlen müsst. Das Problem ist, das war jetzt meine einzige Möglichkeit. Ich muss das tun. Weil ich sonst nicht mehr nach Hause käme. Bitte sag jetzt nicht, der Trecker ist zu weit. Ah ne, so geht's auch. Okay, wir schießen das einfach da hinten. Irgendwie nein. Aber ich glaube tatsächlich, man muss bloß dafür zahlen, in Meister Cup, wenn man erwischt wird. Also wenn der da ist und man das tut. Allerdings hatte ich jetzt auch keine Lust zu warten. Ah, wenn du ein Bier kaufst, dann kannst du ein zweites Bier kaufen. Hä? Ist das nicht logisch? Achso, aber hier wird das nicht. Ja, dann gib mir Kaffee. Und mit deinen verpixelten Shader. Deinen verpixelten Schatten. Deinem pixelten Bart. Taimo. Da ist übrigens Taimo. Ja. Der Kaffee hat nichts gebracht, Taimo. Also ich weiß nicht, was
Weil die als für einen so jungen Mann was? Ja, ich hab Durst. So. Kann ich ja nichts für. So, ne? Dann haust du mal rein, ne? Ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Okay, wir trinken noch ein paar Kaffee. Ist ja nicht so, als hätten wir das Geld, ne? Siehst du, du kannst sogar all deine Becher behalten. Außer die Kaffeebecher. Die nehme ich jedenfalls ein. So, Hauptsache die Müdigkeit geht ein bisschen runter. Dass wir nicht einpennen. Das wäre nämlich, ehrlich gesagt... Also auch interessant, dass Olud Bier heißt. Was? Makaraperunat. Makaraperunat. Okay. Ja. Ciao. Außerin. Hat mich gefreut. So, jetzt fahre ich aber tatsächlich. Ich lasse den hier. Und es ist ja das höchste Blöde, jetzt ist es natürlich Nacht, ne? Ja, ich will doch einfach nur mit drauf, so danke. Jetzt ist es natürlich Nacht, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir jetzt schlafen können. Wir haben jetzt nichts, wo wir so schlafen können. Ja, die Folge ist auf alle Fälle schon lang genug. Bei mir 43 Minuten. Deswegen würde ich auch sagen, das wäre es für die Folge gewesen. Wir können ja noch den Dings auffüllen, obwohl der braucht, glaube ich, spezielles Öl. Aber ich will auch nicht mit dem Bus fahren. Alivieska Periavi. Ja, ich würde einfach sagen, wir speichern mal. Hier hinten ist ja zum Glück so ein Klo. Seit wann ist da Licht? Okay. Ja, und ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ja, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.